Assalamu alaikum, liebe Geschwister, wir sind hier bei Dawa Hamburg in Hamburg und heute sprechen wir über das Thema, die Religion als Ganzes zu nehmen und sich nicht rauszupicken, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Deswegen schaut euch das Video an, inshallah, profitiert und teilt das Video. Assalamu alaikum. Hayya ala al-falah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرض عنا وعنهم أجمعين اللهم آمين. Wir sprechen inshallah heute über eine wichtige Sache, zu der es auch viele, viele Beweise aus Koran und Sunna gibt. Und das ist die Sache zum Thema, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, udukhlu fis silmi kaffa. Wo er sagt, oh, die ihr glaubt. Und so wie Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, dass wenn man dieses oh, die ihr glaubt im Koran liest oder hört, dann soll man seine Ohren und sein Herz öffnen. Denn dann kommt entweder ein wichtiger Befehl oder ein wichtiges Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber den Gläubigen. Gegenüber denjenigen, die an Allah und an den jüngsten Tag und an die Bücher und an die Propheten und an die Religion im generellen glauben. So sagt er also, o die ihr glaubt, tretet komplett in die Religion ein. Nicht teilweise. Nicht, dass man sich das rauspickt, was einem gefällt, sondern dass man die Religion als Ganzes nimmt. So wie auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht gläubig, die Menschen, die bezeugen, dass sie gläubig sind oder die behaupten, dass sie gläubig sind, sie sind nicht gläubig, bis sie dich nicht als Richter in ihren Streitigkeiten nehmen und danach damit zufrieden sind und in ihrem Herzen nichts gegenüber dein Urteil haben. Also sie sind nicht wirklich Gläubige, bis sie nicht den Maßstab von dem Islam, den Maßstab des Islams als Richter über ihre Dinge, über ihre komplette Lebenshaltung und über ihr komplettes Leben nehmen und damit zufrieden sind. Und genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es obliegt nicht einem Gläubigen oder einer Gläubigen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Gesandter eine Sache bestimmt haben, dass sie dann noch eine Wahl haben. Nachdem Allah gesagt hat, rechts, dass sie sich dann noch aussuchen können, rechts oder links. Oder nachdem der Prophet ﷺ gesagt hat, rechts, dass sie sich dann noch weiter aussuchen können. Und so sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala, während er die Juden tadelt, glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches und lehnt einen anderen Teil des Buches ab? Was ist also die Strafe oder die Vergütung für denjenigen, der das tut, außer Erniedrigung in der Dunya und eine schwere, schmerzhafte Strafe in der Akhira. Und dieser Vers hat einen Grund oder hat eine Vorgeschichte. Kennt jemand diese Vorgeschichte von diesem Vers? Tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kennt einer die Geschichte von diesem Vers? Die Geschichte von diesem Vers ist, dass wir zur Zeit des Propheten ﷺ und vor dem Propheten ﷺ zwei Stämme von Arabern in Medina hatten. Wer kennt die? Al-Aus und Al-Khazraj. Und vier Stämme von Juden in Medina, beziehungsweise drei in Medina und eine ein bisschen weiter weg. Wer kennt die? Banu Khuraiza, Banu Qaynuqa
Banu Nazir und die ein bisschen weiter weg sind Yahud Khaybar. Ja? Also, dann hatten wir in Medina 5 Stämme. Al-Aus und Al-Khazraj und Banu Nazir, Banu Qaynuqa und Bani Khurayza. Und Allah subhanahu wa ta'ala in der vorherigen Ayah sagt er, dass er dieses Abkommen mit Bani Israel getroffen hat, dass sie sich nicht gegenseitig töten und nicht gegenseitig aus ihren Häusern vertreiben. Bis er dann zu diesem Punkt kommt, wo er sagt, und wenn sie zu euch als Kriegsgefangene kommen, dann kauft ihr sie frei. Und hier tadelt Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die an einen Teil des Buches glauben und einen Teil verleugnen. Denn, wie gesagt, die Kinder Israels, es war ihnen verboten, sich gegenseitig zu töten und gegenseitig aus ihren Häusern zu vertreiben. Und es war ihre Pflicht, dass wenn ein israelitischer Bruder von ihnen in Kriegsgefangenschaft ist, dass sie ihn freikaufen. Wenn jetzt die Aus und die Khazraj Stammesfäden hatten, die nicht auf Hak oder auf Religion, auf irgendwas aufgebaut waren, sondern wie es in der Jahiliya üblich war, dass sie sich einfach getötet haben und bekämpft haben, dann haben manche jüdische Stämme auf der einen Seite gekämpft bei Al-Aus und manche bei Al-Khazraj und haben sich gegenseitig bekämpft, haben sich gegenseitig getötet und gegenseitig aus ihren Häusern vertrieben. Und wenn dann der Krieg zu Ende war und das Kriegsbeil sozusagen begraben war, was haben sie dann gemacht? Dann sind sie hingegangen und haben die Juden, die wegen ihnen in Kriegsgefangenschaft geraten sind, freigekauft. Verstanden die Geschichte? Das heißt also, sie sind gekommen, haben sich gegenseitig bekämpft, haben sich gegenseitig getötet und haben sich gegenseitig aus ihren Häusern vertrieben. Also haben sich an Punkt 1 und Punkt 2 nicht gehalten. Und dann, nach dem Krieg, haben sie sich an Punkt 3 gehalten, dass sie ihre Geschwister freikaufen. Und so ist es dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala über sie sagt, dass die erniedrigt sind in der Dunya. Denn wie erniedrigt ist das, wenn ich meinen Bruder bekämpfe und vertreibe und dann dafür noch bezahle, dass er wieder zurückkommt, obwohl ich ihn bekämpft habe und getötet habe und vertrieben habe. Auf jeden Fall. Und genauso sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Anfal über einen Teil der Gläubigen, und da geht es darum, dass sie mit den Propheten hätten ausziehen sollen in den Krieg, dass eine Gruppe der Gläubigen diese Sache hasst. Sie verabscheuen diese Sache. Sie wollen das nicht machen, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie geschrieben hat. Und an einer anderen Stelle in Surat al-Nisa, wo Allah subhanahu wa ta'ala über sie erzählt, dass sie sagen, hätte uns doch Allah doch nur ein bisschen Aufschub gegeben, ja, als ihnen befohlen wurde, still, die Hände still zu halten, die Füße still zu halten und das Gebet zu verrichten, waren sie glücklich. Aber als sie dann zum Kampf und zur Verteidigung aufgerufen wurden, sagten sie, hätten wir doch nur noch ein bisschen mehr Zeit gehabt und so weiter. Und genauso haben wir die Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt und Leute tadelt, die, wenn sie gerufen werden, dass zwischen ihnen mit Quran und Sunna, dass zwischen ihnen mit Wahi gerichtet wird, dann lehnen sie diese Sache ab und schlagen diese Sache ab. Wenn sie aber, so wie er im nächsten Vers sagt, auf Haq sind, sie wissen, in dieser Thematik sind sie islamisch gesehen auf Haq, dann kommen sie angelaufen. Und dann wollen sie das islamische Urteil für diese Thematik. Aber wenn sie wissen, nein, der Islam ist gegen das, was ich mache, er wird mir keinen Hak geben, dann wollen sie nicht das islamische Urteil, dann wollen sie keine islamische Richtung. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O, die ihr glaubt, seid Zeugen mit Recht, mit Wahrheit. Seid Zeugen für die Wahrheit, mit der Wahrheit, selbst wenn es gegen euch selber ist oder eure Verwandten oder eure Eltern oder eure Verwandten. Und genauso sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, und sprich
die Wahrheit, auch wenn sie bitter ist. Und so haben wir viele, viele Beweise, dass der Muslim sich nicht das rauspickt, was er mag von der Religion und nicht das annimmt, was er möchte und nicht die Religion als Maßstab nimmt in dieser Situation, wo die Religion ihm Recht geben wird. Wir werden inshallah dazu noch Beispiele geben. Natürlich, wir haben Verse, wie da, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist die Wahrheit von Allah, von eurem Herrn. Und wer jetzt glauben möchte, der soll glauben. Und wer nicht glauben möchte, wer Kufr begehen möchte, der soll dies tun. Wie kann man also diese Ayah erklären? Ja, weil manche Leute interpretieren diesen Vers falsch. Die sagen hier, Allah stellt es einem ja frei, egal ob man an Islam glaubt oder nicht. Man kann glücklich werden, man kann ins Paradies kommen und so weiter. Ist das die Bedeutung? Ist das die Bedeutung von diesem Vers? Natürlich nicht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Er hat ihnen den rechten Weg gezeigt und den linken Weg gezeigt und er hat ihnen freigestellt, ob sie auf dem richtigen Weg sich befinden wollen oder ob sie auf dem falschen Weg gehen wollen. Das heißt also, wer gläubig sein möchte, der soll es machen. Wer ungläubig sein will, der soll es machen. Aber, wie Allah subhanahu wa ta'ala an vielen anderen Stellen sagt, diese zwei sind nicht gleich. Das heißt, wenn einer gläubig sein möchte und sich auf diesem Weg befindet, dann wird auch sein Ende dementsprechend sein. Dann wird auch er in Scharlans Paradies gehen. Und auf der anderen Seite, wenn eine Person den Kufr bevorzugt, dann wird auch sein Ende Jahannam sein. Ja? Und genauso in dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Lakum dinukum wa liya din, euch eure Religion und mir meine Religion, dann heißt das nicht, dass alle Religionen richtig sind oder dass alle Wege zu Gott führen oder was auch immer. Sondern wenn du deine eigene Religion hast und nicht in den Islam eintreten willst und nicht die Religion Allahs annehmen willst, dann ist das deine Sache. Aber dann musst du auch mit den Konsequenzen in Dunya und Akhira leben. Und genauso der andere Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben, welchen gern die Säkularisten verwenden, ja, dass man muss nicht beten, man muss nicht fasten und so weiter, Hauptsache man glaubt an Allah und alles andere ist dir überlassen und so weiter. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber was bedeutet, es gibt keinen Zwang im Glauben? Es gibt keinen Zwang im Glauben, bedeutet, dass du niemanden dazu zwingen kannst, mit dem Herzen zu glauben. Du kannst niemanden dazu zwingen, eine Tat mit dem Iman im Herzen zu machen. Aber jetzt kann ich aktiv jemanden zwingen, die Shahada auszusprechen, wenn ich ihm eine Waffe an den Kopf halte? Kann ich. Kann mich einer zwingen, Kufr zu begehen, wenn er mir eine Waffe an den Kopf hält? Kann er. Das ist also nicht der Vers, es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber keiner, egal wie viele Waffen er mir an den Kopf hält, kann mich zwingen, im Herzen Kufr zu haben. Verständlich? So ist es also, dass es keinen Zwang im Glauben gibt, in diesem Sinne. Aber wir haben natürlich, dass der Prophet a.s. zu den Sahaba gesagt hat, wisst ihr, was das Anrecht von Allah gegenüber seinen Dienern ist? Da haben sie gesagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dann hat er kurz gewartet und dann nochmal gefragt und dann nochmal. Und dann hat er gesagt, das Anrecht von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihn anbeten und ihm nichts beigesellen.
Das ist also das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht dein Recht zu sagen, ja, ich will diese Sache nicht machen oder ich will diese Sache nicht machen. Und dann sagt er weiter, und wisst ihr, was das Recht der Diener ist gegenüber Allah, wenn sie das machen? Dann sagte der Prophet, dass er sie nicht bestraft. Also, dass er sie nicht für ewig in die Hölle gehen lässt. Das heißt also, es ist ein Geben und Nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht, aber er hat ein Anrecht auf uns, dass wir ihn anbeten und ihm nichts beigesellen und dass wir dafür ins Paradies gehen, inshallah. Was ist diese Anbetung? Natürlich, ihm nichts beizugesellen, kein Schild zu begehen, ist klar. Aber was ist die Anbetung? Ist die Anbetung nur das Gebet in der Moschee oder das Spenden oder was auch immer? Die Anbetung ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt. Das heißt, eine Person, die sich von Haram fernhält, sie macht eine Ibadah. Eine Person, die etwas macht, was Allah liebt, ja, der macht eine Ibadah und so weiter. Das heißt also, dies sind alles gottesdienstliche Handlungen. Nicht nur das im Gebet stehen oder die Hajj vollziehen oder ähnliches. So ist also die Sache, wenn wir jetzt viele Beweise haben, dass man eben nicht die Freiheit hat, sich von der Religion das rauszusuchen, was einem gefällt und das abzulehnen, was einem nicht gefällt, so wie es beispielsweise die Juden gemacht haben und danach die Christen, die sich aus der Tora das rausgepickt haben, was ihnen gefällt und genauso aus den Evangelien das verändert haben, was ihnen nicht gepasst hat oder was nicht zur Geschichte gepasst hat. So ist es bei unserer Religion nicht. Sondern bei uns ist es so, dass wir an das komplette Buch glauben, an die komplette Religion und uns nicht spielerisch das nehmen, was uns gefällt und das ablehnen, was uns nicht gefällt. Hier haben wir Beispiele, wie im Tijara, im Business, im Geschäftsleben. So gibt es manche Brüder, Schwestern, wie auch immer, die beten und fasten und machen diese Sachen, spenden auch für Moschee. Aber wenn es um sein Business geht und man ihm sagt, diese und diese Sache ist haram, beispielsweise in dieser Art von Geschäft ist ein Jahala, ist etwas Ungewisses und das hat der Prophet ﷺ verboten, dann lehnt er diese Sache ab. Er liebt das Gebet, er liebt Koran zu lesen, Koran zu hören. Aber in dieser Sache sagt er, nein, das ist nicht so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich mit meinen eigenen Ohren von Leuten gehört. Wenn es um Hadithe geht, die bei Bukhari und Muslim sind, dann sagen sie, ich kann nicht glauben, dass der Prophet das gesagt hat. Ja, aber wer bist du? Erstmal, wie viele Hadithe kennst du, damit du filtern kannst, was der Prophet sagt und was der Prophet nicht sagt. Und danach, was ist das für eine Aussage? Ich glaube nicht, ich kann nicht glauben, dass der Prophet so etwas gesagt hat. Weil es gerade nicht deinem Mindset entspricht oder deiner Denkweise, sagst du, ich kann nicht glauben, dass der Prophet das gesagt hat. Aber es gibt nur zwei Wege. Einmal dem Folgen von Wahi oder einmal dem Folgen der Shahawat. Einmal, dass man der Eingebung folgt, Koran und Sunna, oder dass man seinen Gelüsten folgt. Auf jeden Fall, so ist es leider bei manchen Modernisten und Säkularisten und so weiter, die sagen, Religion ist nur in der Moschee. Religion ist, dass ich bete und dass ich faste, aber das ist für mich selber. Religion hat aber nichts mit Wirtschaft zu tun. Oder nichts mit meinem täglichen Leben. Oder nichts mit dem, was ich esse oder wie ich mich anziehe und so weiter. Und so kommen sie mit diesen Aussagen und mit diesen Denkweisen, dass sie sich das rauspicken, was ihnen gefällt. Und eine Sache aus der Religion abzulehnen, schmeißt einen ganz schnell aus der Religion raus. Genau das Gleiche beim Zinsgeschäft.
Manche Leute, sie beten und sie fasten und sie machen Hajj. Aber wenn es um das Haus geht, was sie sich wünschen, dann lassen sie es von der Bank finanzieren. Du sagst ihm, Bruder, hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der mit Zinsen nimmt oder Zinsen gibt, er ist in einem Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Dann sagt er, ja, damals, aber heute ist Bank und heute ist dies und heute ist das. Und er pickt sich das raus, was er mag. Er macht gerne Hajj und gerne Umrah, das ist schön. Er hört gerne Koran, er liest gerne Koran und so weiter. Er sagt auch, ich fühle mich im Gebet super wohl. Aber das mit den Zinsen gefällt ihm nicht. Dann ist es beiseite geschoben. Oder mit der Zakat. Manche Leute genau das Gleiche, die beten, fasten und so weiter. Aber wenn es um ihre Zakat geht, um ihre Pflichtabgabe, dann sagt sie, ja, ich gebe schon genug Steuern. Oder ja, ich habe mir das selber erarbeitet. Oder ja, nicht jedes Jahr und so weiter und so fort. Oder ja, ich mache ja im Ramadan Essen für arme Leute und so weiter. Er nimmt sich das raus, was er mag und was er nicht mag, schmeißt er einfach weg. Genauso das Gemeinschaftsgebet. Und nach vielen Gelehrten und nach den starken Beweisen ist das Gemeinschaftsgebet für Männer Pflicht, wenn sie in der Nähe von der Moschee sind. Ja? Dann kommen sie auch mit irgendwelchen Ausreden und da muss man noch Fußball schauen oder man muss gerade Playstation spielen oder was auch immer für fragwürdige Sachen. Deswegen lässt man die Pflicht, die Allah und sein Gesandter einem gegeben haben. Ja? Warum? Weil Bart ist cool. Bart passt mir gerade, das kann ich leicht wachsen lassen. Ja, diese und diese Sache über Tauhid sprechen und über Koran sprechen, das ist gut. Aber dass ich jetzt von meiner Couch aufstehe, mich anziehe, zur Moschee laufe, nur wegen einem Gebet und zurückkomme, das passt nicht. Das passt mir gerade nicht in den Kram und in den Sinn und in mein Programm, was ich mir für den restlichen Nachmittag zurechtgeschnitten habe. Dann ist die Sache ganz schnell beiseite geschoben. Warum? Weil man das nimmt, was man schön findet, was einem leicht fällt und das, was einem Anstrengung gibt, schiebt man beiseite. Dabei sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَن تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, die Güte und das Ziel und das Gute, bis ihr von dem ausgibt, was ihr liebt. Bis ihr das gibt, was euch schwerfällt. Das, was ich sowieso nicht brauche, kann ich leicht geben. Ja? Aber das, was ich liebe zu geben, das, was mir schwerfällt, da ist die islamische Regel, dass die Belohnung in Zusammenhang mit der Anstrengung ist. Ja? Wenn dir das sowieso leicht fällt, beispielsweise wenn ein Millionär 1000 Euro spendet für die Moschee, hat er nicht die gleiche Belohnung, wie wenn jemand, ein Geringverdiener, 1000 Euro spendet für die Moschee. Weil für den Millionär ist das ein Bruchteil von seinem Vermögen. Für den Geringverdiener ist es vielleicht sein gesamtes Erspartes. Ja? Genauso haben wir die Sachen mit Filmen und Musik und diesen Sachen. Manche Leute sprechen über gewaltige Themen in der Religion und reden hier und reden da. Aber dann, wenn es um Filme geht mit Musik und Frauen und Lachen und Horrorfilm und Actionfilm und was auch immer, dann sind sie auf einmal ganz westlich und ganz gechillt und ganz nett. Und ich frage mich wirklich, ich sehe manchmal, dass bedeckte Schwestern mit Khimar ins Kino gehen mit ihren Freundinnen. Ich denke mir, was macht ihr im Kino? Was gibt's dort Halales zu machen? Abgesehen davon, dass da Männer sind und dass da komische Gestalten sind und dass dort Alkohol ausgeschenkt wird und was weiß ich. Was gibt es dort für ein halales Programm, was einem geboten wird, was man sich anschauen kann? Gibt es da Vorträge oder gibt es da Anaschid oder gibt es da Kochkurse, wo man was lernen kann? Da gibt es nur Musik, unbedeckte Frauen, unbedeckte Männer, romantische Szenen, Lügereien, Mindset, was einem vermittelt wird. Und jeder von uns
kennt diese Filme, wo einem aktiv vermittelt wird und eingebläut wird, dass der Drogendealer der Gute im Film ist. Dass der Zuhälter der Gute im Film ist. Dass der Gangster, der Mörder, der Dieb der Gute im Film ist. Er ist der Star in diesem Film. Und dieses Mindset wird dann an diejenigen weitergegeben, die sich den Film oder die Serie anschauen. Sagt, ja, ich bin Pablo Escobar, ich bin Tony Montana. Warum? Weil man dieses Mindset bekommen hat, dass das die Stars im Film sind oder die Stars in der Story. Dabei sind es Leute, die 100.000 auf dem Gewissen haben, die an Drogen gestorben sind. Seien es Leute in der Realität wie Pablo Escobar oder Leute wie Tony Montana, Filmfiguren, fiktive Figuren. Warum? Dieses Mindset wird einem also dadurch vermittelt. Das heißt hier, ich rede gerne über Tauhid und ich mache Takfir auf den und auf den und auf den, aber ich gehe trotzdem ins Kino und ich schaue mir Filme an und esse dabei mein Popcorn. Letztens habe ich einen gesehen, ich weiß nicht mehr, bei welchem Thema genau das war, und er spricht über Takfir von dem und Takfir von dem auf Instagram. Dann bin ich auf den draufgegangen, dann sehe ich, er steht neben seiner Frau, die mit Tanktop da auf dem Profilbild sich präsentiert. Aber Urteile über andere sprechen. Natürlich, wir können nicht sagen, der ist kein Muslim oder der hat nichts mit Tauhid zu tun oder was auch immer. Aber man kann sich nicht immer das rausnehmen, was man, was einem gefällt. Genauso haben wir die Sachen wie der Hijab. Und darüber muss man jetzt mehrere verschiedene Sachen sprechen. Einmal generell der Hijab. Da haben wir natürlich manche Schwestern, manche Frauen, die beten vielleicht auch 5-mal am Tag. Das ist gut und möge Allah die belohnen. Aber dann sagst du ihnen, warum trägst du keinen Hijab? Das ist doch Pflicht und so weiter. Dann entweder die sagen, ja, aber es gibt ja, ich habe mal irgendwas gelesen, irgendwas gehört, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, dass Hijab doch keine Pflicht ist. Oder sie sagen, ja, aber es gibt Frauen, die haben Hijab und Niqab und Khimar, aber die machen Zina. Oder die machen dieses, oder die machen Riba, die machen üble Nachrede, die machen das und das. Selbst wenn es Frauen mit Hijab und Niqab und was auch immer gibt, die alle möglichen Sünden machen, dann heißt es noch lange nicht, dass diese Pflicht jetzt von dir aufgehoben ist. So haben auch die Mushrikin zur Zeit vor Prophet Muhammad a.s. die Hajj vollzogen. Es gab immer die Hajj in Mekka, bis der Prophet a.s. es dann für die Götzendiener verboten hat. Aber davor gab es immer die Hajj. Heißt es jetzt, die Hajj ist für uns keine Pflicht mehr, weil wir sagen, ja, hier, die Polytheisten, die Götzendiener haben auch Hajj gemacht? Das heißt also, man kann sich nicht das raussuchen, was man möchte. Eine Person ist schwach. Eine Person, für sie ist das schwer, jetzt Hijab zu tragen oder was auch immer. Aber ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat, eine teure Ware besitzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine teure Ware. So sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, wahrlich, die Ware Allahs ist teuer. Dann sagt er im nächsten Satz, wahrlich, die Ware Allahs ist das Paradies. Das heißt also, keiner hat gesagt, das Paradies ist billig, das Paradies ist ohne Anstrengung zu erreichen, das Paradies ist leicht zu bekommen. Das hat nie einer gesagt. Aber an anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala bürgt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu tragen vermag. Es ist schwer und es ist teuer und so weiter. Aber es ist nicht unmöglich. Ja? Auf jeden Fall, so kann es sein, dass manche Sachen einem schwer fallen. Hijab fällt mir gerade schwer, Niqab fällt mir gerade schwer und so weiter. Aber es ist nicht unmöglich, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von uns nichts verlangt, was unmöglich ist. Ja? So sehen wir auch beispielsweise manche Leute, die diskutieren, wegen Niqab und wegen diesen Sachen bei den Frauen. Aber sie diskutieren aus Gelüsten. Sie diskutieren nicht mit Beweisen. Beispielsweise, wir hatten letztens eine Sache,
wegen einer Umrah, wo dann gesagt wurde, die Frauen müssen während der Reise mit der Gruppe Gesichtsbedeckung tragen. Dann kommen irgendwelche Schwestern und schreiben, Niqab ist keine Pflicht im Islam, wie könnt ihr irgendwas verpflichten machen und so weiter. Aber warum sagen sie das? Sie sagen das aus Gelüsten. Sie sagen nicht, weil sie die Beweise vorgebracht haben oder weil sie die Aussagen der Gelehrten haben oder weil sie die Sachen verglichen haben oder weil sie logisch an die Sache herangegangen sind, sondern sie sagen einfach, nein, das ist keine Pflicht. Wie könnt ihr das sagen? Wie könnt ihr jenes sagen? Wie könnt ihr das machen? Aber wenn man schaut, die Beweise sind stark und die Aussagen der Gelehrten ebenfalls sind stark, dass es verpflichtend ist. Und allein schon die Logik, wenn man mit einem Mann spricht, ja, und ihm sagt, was findest du attraktiver bei einer Frau? Ihre Fußsohle oder ihr Gesicht? Dann sagt er ihr Gesicht. Ja. Warum sollte es also so sein, dass die Frau ihre Fußsohle bedecken muss, aber ihr Gesicht nicht? Als Beispiel. Natürlich, es gibt viele Beispiele und viele Beweise. Und dazu, ich habe auch einen Vortrag gemacht, der dauert 20 Minuten, kann man sich anschauen, wo ausdiskutiert wird, warum es die Pflicht ist und so weiter. Aber das ist nicht das Thema. Auf jeden Fall, so ist es also so, dass man sich nicht das rauspicken kann, was man möchte. Genauso, es gibt Schwestern beispielsweise, die haben Hijab und die reden über Hijab und die sagen, Hijab ist wichtig und so weiter und so fort, aber dann kommen sie geschminkt. Ja, dann sagen sie, ja, Hijab ist Pflicht und so weiter und so fort und alles gut und alles richtig. Aber dann, wenn es darum geht, dann schieben sie das beiseite, was sie nicht mögen. Sagen sie, ja, ich mache ja nur ein bisschen was, wie heißt das, Kohol, wer ist auf Deutsch, Kajal, ich mache nur ein bisschen dies, ich mache nur ein bisschen das überschminken, jenes machen und so weiter. Und drehen sich das so zurecht, wie sie wollen. Das ist eben eine gefährliche Sache, dass man sich die Religion so zurechtbiegt, wie man möchte, sei es egal in welcher Situation. Genauso, wenn es um die Sachen geht, wie die Diyata, also diese, dass man keine Ehre und keine Eifersucht hat gegenüber seinem Ehepartner. Da gibt es natürlich solche Rechtsextreme und Linksextreme. Beispielsweise gibt es manche, die sagen, ja, ich will nicht, dass man die Stimme meiner Frau hört. Und sie muss ihre Augen bedecken und ihre Hände bedecken und so weiter. Und sie darf niemals rausgehen. Ist ja natürlich alles vertretbar und alles schön und gut. Aber an der anderen Stelle sitzt er mit unbedeckten, halbnackten Frauen in der Shisha-Bar und ist am Reden und am Späßchen machen und am Shisha rauchen. Ja, das ist dann nicht verhältnismäßig. Er pickt sich die Sache raus, ja. Er pickt sich raus, meine Frau muss bedeckt sein, meine Frau muss mir gehorchen und so weiter und so fort. Aber er verleugnet die andere Seite der Münze. Aber er selber ist draußen am Party machen mit unbedeckten Frauen. Ja? Oder eine Schwester kommt und kennt alle Verse und alle Hadithe auswendig, wo es darum geht, dass man seine Ehefrau gut behandeln muss. Ja? Und wenn du sie fragst, sie kann dir direkt 20 Beweise nennen und 30 Aussagen von Gelehrten, also kann sie 10 Minuten über dieses Thema reden. Und mein Mann macht nicht dies und mein Mann macht nicht jenes und so weiter und so fort und er muss mir das bieten und er muss mir das besorgen und er muss mich so gut behandeln und so gut behandeln. Aber wenn es darum geht, wie sieht es bei dir aus mit Gehorsam? Nix. Wie sieht es bei dir aus mit Haushalt? Nix. Wie sieht es bei dir aus mit, dass du dich für deinen Ehemann anstrengst, hübsch machst, schön machst und so weiter? Nichts. Ja? Das heißt, man nimmt sich das raus, was einem gefällt und vergisst alles andere. So wie manche Leute das machen, dass sie die ganze Zeit, morgens bis abends, das ganze Jahr über was sprechen? Über Akhlaq. Und wir müssen einander gut behandeln und wir müssen schöne Worte sagen und wir dürfen nicht aggressiv werden und so weiter und so fort. Aber wenn man schaut, wie sieht es bei dir aus mit Gebet? Ja, wackelig. Wie sieht es aus mit Hijab? Wackelig. Wie sieht es aus mit Zakat, mit Fasten, mit dies, mit das? Wackelig.
Aber über gutes Benehmen reden, das ist super. Das passt mir gerade, das passt in den Kram, das ist nicht anstrengend. Das kann man machen. Und man nimmt sich dann so raus, was einem gefällt. Oder auch beim Sprechen. Viele Leute haben das Problem, dass sie über Sachen sprechen, die einem nicht gefallen, die sie nicht wissen. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man soll nicht sprechen, man soll sich nicht in diese Gewässer begeben, was man nicht weiß. Und so wie Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen tadelt, die mit Lüge und Unwissenheit mit ihren Zungen sagen, das ist haram und das ist halal. Ja? Sie haben viele Sachen in der Religion, die ihnen gefallen und die sie praktizieren, aber beispielsweise dieses Gebot, dass man seine Zunge festhält und nicht über Sachen redet, von denen man keine Ahnung hat, das haben sie beiseite gemacht. Und dann hört man diese Aussagen wie, ich denke, das ist so und so. Und dann hört das jemand und dann nimmt er deine Fatwa, dein Rechtsurteil, was normalerweise ein Richter oder ein Gelehrter spricht, nimmt er deine Fatwa und praktiziert das. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, weil er dir vertraut hat. Warum? Weil du dir diese Sache so rausgepickt hast. Und so war es bei den Leuten von Irak, die Al-Hasan radiallahu ta'ala anhu getötet haben. Sie sind gekommen zu einem der Sahaba oder einem der Tabi'in, ich erinnere mich nicht mehr 100%, und haben ihn nach dem Blut einer Fliege gefragt. Wie ist das mit dem Blut von einer Fliege? Ist das Najis und so weiter? Weil sie sich darum Sorgen gemacht haben. Dann hat ihnen der geantwortet, ihr, an euren Schwertern klebt das Blut vom Enkel des Propheten, alayhi salatu wassalam, und ihr macht euch Sorgen über das Blut von Fliegen. Das heißt also, ihr habt diese gewaltige Sache, dass man nicht töten darf. Erstens. Schon gar kein Muslim, zweitens, und schon gar nicht einen der Nachkommen des Propheten, alayhi salatu wasalam, beiseite gelassen und sprecht über was? Über die Najasa von Fliegenblut. Ist es Najis oder ist es nicht Najis? Ja? So ist das, wenn man das nimmt, was einem gefällt. Und so hat auch der Prophet, alayhi salatu wasalam, manche Gruppierungen beschrieben, wie die Khawarij, dass er gesagt hat zu den Sahaba, einer von euch, der sie sieht, der wird sein eigenes Gebet, sein eigenes Fasten und seine eigenen gottesdienstlichen Handlungen geringschätzen, wenn er das Gebet von diesen Leuten sieht. Aber zur gleichen Zeit töten sie die Muslime und den Koran, den sie lesen, der geht nicht in ihr Herz, sondern bleibt im Hals und so weiter. Viele Dinge. Das heißt also, sie haben einen Teil genommen, zwar die Pflicht des Gebetes und freiwillige Gebet und so weiter, aber haben die Pflicht von Unversehrtheit von muslimischen Geschwistern, dass man ihr Blut nicht vergießen darf, haben sie beiseite gelassen. Ja? Und genauso beispielsweise, mir gefällt, dass der Islam die Leute gleich gemacht hat und keine Nationalität über die andere gestellt hat und so weiter. Aber mir gefällt nicht, dass ich beispielsweise die älteren Leute ehren muss und die jungen Leute gut behandeln muss und so weiter. Ja? Und ich denke, wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass der Islam jedem seine Stellung gegeben hat. Auf jeden Fall haben wir beispielsweise auch die Eifersucht. Hier haben wir den Hadith, wo Sa'd radiallahu ta'ala anhu darüber spricht, dass wenn er einen Mann bei sich zu Hause finden würde mit seiner Ehefrau, dann sagt er, ich würde ihn mit meinem Schwert zerschlagen. Oder wie im Hadith beschrieben, nicht mit der stumpfen, sondern mit der spitzen oder mit der scharfen Seite. Das ist das, was er und was die meisten Männer aus Reaktion tun würden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt aber in diesem Fall, dass man,
oder dass der Ehemann viermal schwören muss, dass sie Sünde begangen hat und ein fünftes Mal schwören muss, dass, wenn das nicht stimmt, dass der Fluch Allahs auf ihm lastet. Und die Ehefrau bekommt dann ebenfalls die Chance zu schwören viermal, dass er gelogen hat und ein fünftes Mal, dass, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dass dann der Zorn Allahs auf ihr lastet. Und dann ist die Sache gegessen und die zwei gehen auseinander und sind dann geschieden oder werden dann geschieden. Deswegen tadelt der Prophet ﷺ Sa'd radiallahu ta'ala anhu in diese Situation und sagt: Findet ihr etwa diese Eifersucht von Sa'd merkwürdig? Ich bin noch eifersüchtiger als Sa'd. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist noch eifersüchtiger als ich, so sagt der Prophet ﷺ. Aber man kann sich nicht das rauspicken, was einem hier seine Gelüste oder seine normale Denkweise oder sein Instinkt sagt, sondern man muss das vom Islam nehmen, was der Islam hier vorgegeben hat. Wir haben es bereits erwähnt, diese Sache mit der Diäte, mit dieser Ehrenlosigkeit, mit dieser, dass man keine Eifersucht hat. Das ist ebenfalls eine Sache im Islam, die verankert ist und wo der Prophet ﷺ gesagt hat, dass derjenige verflucht ist, der keine Eifersucht gegenüber seiner Familie hat, gegen seine Frau, Tochter, Schwester und so weiter. Ja? So sehen wir manche Leute, wie vorher dieser Bruder, den ich beschrieben habe, mit Bart und Tauhid und so weiter. Aber bei seiner Frau ist es für ihn zweitrangig, dass sie mit Tanktop und Ausschnitt durch die Gegend läuft. Oder seine Tochter und so weiter. Dann hast du jemanden, der betet alle 5 Gebete in der Moschee und hält sein Tasbih in der Hand und so weiter. Aber wenn seine Tochter mit Minirock rausgeht, ja, Salam Aleikum Baba, dann sagt er, ja, viel Spaß. Was viel Spaß? Hast du dir von der Religion das rausgenommen, was dir passt, dass du sie bis zum 10. Lebensjahr in die Koranschule gebracht hast? Aber das, dass du sie zum Hijab bringst und zur Reinheit bringst und zur Schüchternheit und so weiter bringst, das hast du weggelassen? Man kann sich nicht das rauspicken, was man möchte. Der Islam ist eine komplette Lebensordnung und eine komplette Einstellung. Ja, deswegen, man wiegt die Taten und die Aussagen mit der Waage des Islam. Wenn ich sage, diese Person ist gut, dann frage ich dich, gut in welcher Hinsicht? Ja? Du musst nach dem Maßstab von Allah und seinem Gesandten und der Religion die Leute begutachten und abwiegen. Ja? Manche Leute kommen und sagen, der Papst ist ein guter Mensch. Beispielsweise, was ist am Papst ein guter Mensch? Der Papst und die katholische Kirche beispielsweise, was machen die? Abgesehen von diesen Vergewaltigungssachen und so weiter, lass das mal beiseite, weil das machen ja nicht alle. Die gehen nach Afrika und missionieren dort muslimische arme Leute, die am Hungertuch nagen, und ziehen sie zur Religion durch was? Indem sie ihnen Essen und Medizin geben. Was ist daran gut? Und viele weitere solche Sachen. Ja? Das heißt, der Maßstab, dass diese Person ist gut oder schlecht, ich mag diese Person nicht, ist die Religion. Ja? So hat man auch viele Leute, die eben in vielen Dingen die Religion lieben und hinter der Religion stehen. Aber beispielsweise, wenn es um Essen geht, um Trinken geht, dann sagen sie, ja, Schweinefleisch, damals gab es keinen Kühlschrank, damals ist es kaputt gegangen, deswegen durfte man es nicht essen, heute darf man das essen. Beispielsweise, dabei Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was passiert ist und was jetzt passiert und was passieren wird. Wo er die deutlichen Regeln gegeben hat, dass das verboten ist, ja, da wusste er auch, dass es irgendwann Kühlschränke geben wird. Oder andere Leute, mashallah, Hajis, die beten und so weiter und haben Halal-Fleisch, dann haben sie in ihrem Restaurant Alkohol. Sagst du, ja, Haji, warum hast du hier Alkohol? Ja, das passt nicht. Dann sagt er, ja, für die Deutschen, muss sein. Heutzutage, und wir leben in Deutschland und so weiter. Der Prophet sagt, derjenige, der Alkohol braut, trägt,
verkauft, kauft, trinkt und so weiter, alle verflucht. Und du sagst mir, ja, wegen den Deutschen, sonst kaufen die nicht und so, kommen die nicht und so weiter, was sowieso Quatsch ist, aber abgesehen davon, kannst du ja nicht die Religion so zurechtschnibbeln, wie du möchtest. Sondern, nochmal, abschließend die gleiche Ehe, die wir am Anfang gesagt haben, Ja, ayyuhalladhina amanu, udukhulu fis silmi kaffa. O, die ihr glaubt, tretet komplett in die Religion ein. Glaubt nicht an Teile der Religion und verleugnet andere Teile der Religion. Oder werft andere Teile der Religion hinter euren Rücken. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hayya 'alal falah.